So könnten wir den Wettbewerbsinitiator der NVA über ein halbes Jahr beobachten. Ob bei der Fahrausbildung oder beim Taktikkomplex, stets erlebten wir den Kampf um Höchstleistungen in der Einheit Team. Zu Beginn des zweiten Ausbildungshalbjahres fragten wir den Kompaniechef nach einer ersten Bilanz. Bei der Führung des sozialistischen Wettbewerbes haben wir viele Erfahrungen gemacht. Als erstes muss man den Wettbewerb wirklich als echtes Mittel zur Erhöhung von Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft betrachten und darf den Wettbewerb nicht um des Wettbewerbs willen führen. Als zweite wichtige Erfahrung, die wir bei uns in der Einheit machen konnten, Wettbewerb muss immer auf der Grundlage gleicher Bedingungen geführt werden. Und entscheidend bei der Auswertung des Wettbewerbes sind für uns keine verbalen Einschätzungen, sondern entscheidend und als Grundlage des Wettbewerbes von Mann zu Mann zwischen den Kampfkollektiven bilden für uns prinzipiell entweder das Loch in der Scheibe oder der Zeiger der Stoppuhr. Zusammenfassend kann man einschätzen, dass sich ein ausgezeichnetes Kampfkollektiv im Verlauf des Halbjahres herausgebildet hat. Ein Kollektiv, mit dem wir in der Lage waren, alle Aufgaben in der politischen und Gefechtsausbildung zu erfüllen. Zum Ersten ist es so, dass wir neue Soldaten haben. Wir haben auch neue Unteroffiziere, Panzerfahrer bekommen. Und es beginnt praktisch der gesamte Prozess der Kollektivbildung, der Kampf um die Erfüllung der Verpflichtung wieder von vorn. Und es erfordert von uns genau das gleiche Maß an Anstrengung, an Kraft, um alle Verpflichtungen, um unsere Aufgaben als Wettbewerbsinitiator zu erfüllen, wie das praktisch vor einem halben Jahr war. Wir sind trotzdem dort sehr zuversichtlich und wir werden am Ende des Halbjahres diese Aufgabe erfüllen und abrechnen. Einer der Neuen, Soldat Riedel. Für mich bedeutet das eigentlich doch was Besonderes, in der 5. Kompanie zu sein, weil das der Wettbewerbsinitiator ist. Und ich weiß, das sind die Besten. Und da werde ich eben auch mein Bestes geben, um in das Kollektiv richtig einzusteigen, so wie man es von mir verlangt. Wünschen wir allen Genossen der Einheit Erfolg für die zweite Etappe des sozialistischen Wettbewerbes.